Hallo zusammen, ich habe wieder mal eine Arctic-Batterie, eine Liontron, und zwar habe ich mich ja jetzt gerade eingeloggt und gerade wieder ausgeloggt. Wir sehen hier das App, ich habe 99% geladen und der Strom hier oben ist 0 Ampere. Und wenn ich jetzt hier einschalte, habe ich hier zwei Schalter, das ist eine aggressive Lampe. Schauen wir uns nachher an und dann sehe ich hier 4,5 Ampere und den zweiten Schalter dazu, dann wird es noch heller. Dann zieht das Ding fast 10 Ampere. Das mache ich jetzt kurz wieder aus und dann seht ihr, das Ding braucht 0 Ampere. Und das ist hier einfach an dieser Batterie angeschlossen. Das ist eine H4 Scheinwerferlampe aus dem Auto. Wir machen jetzt einen Abkühltest. Ich habe hier eine Tiefkühltruhe. Wir machen die auf und setzen die Batterie hier rein. Deckel zu. Und ich habe hier die Lampe. Und ich schalte jetzt hier den Verbraucher ein. Dann seht ihr, dass das da hinten ein bisschen leuchtet. Und wir sehen hier auf dem App oben die Temperatur 18,9 Grad. Das ist das, was wir jetzt hier haben. Und ihr wisst, wir haben zwei Temperatursonden. Wenn ich hier auf dem App auf Benutzer gehe, dann blendet das hier wieder, dann habe ich hier eine Temperatur von 17,3 Grad. Das ist also die zweite Temperatursonde. Wir haben zwei Temperatursonden in dieser Batterie drin. Ich habe hier wieder eine Arctic. Ich habe noch ein paar von denen. Da waren Kommentare, ich mache die Batterien schlecht. Die Batterien sind gut. Aber das, was auf dem Datenblatt draufsteht und in der Werbung kommt, entspricht nicht den Tatsachen. Das kritisiere ich. Die Batterien sind super. Ich habe die hier offen. Wir haben zwei Temperatursonden. Die eine Temperatursonde hier ist einer von diesen Chips hier auf dem BMS. Und das ist die Temperatur, die es uns vorne hier anzeigt mit 18,7 Grad. Ihr seht jetzt, die Temperatur von dieser Batterie da hinten ist schon ein bisschen gesunken. Und wenn ich wieder auf Benutzer gehe, und die Temperatur hier ist 9,7 Grad. Das ist die Temperatursonde, die hier sitzt. Das ist eine nachgerüstete Batterie, weil ich habe Ersätze dazu. Und original sitzt die Temperatursonde zwischen den Blocks drin. Bei den Arctic, die ich original bekomme, sitzt die Temperatursonde da hinten auf der Seite zwischen der Außenwand und dieser Heizmatte. Das heißt, wir messen an sich die Heizmatte und nicht eine Lampe, die müsst ihr beobachten. Ich mache hier also nichts dran. Diese Temperatursonde, die zweite, die hier angezeigt wird, die misst die Wandtemperatur zwischen Wand und Heizmatte. Das heißt, wenn ich heize, bringe ich die Heizmatte relativ schnell warm. Die Sonde, die zweite Sonde, wird auch relativ schnell warm. Und durch das sehe ich natürlich dann auch nicht die Kerntemperatur der Zellen, sondern die Heizmattentemperatur. Das heißt, wenn ich diese Arctic-Zelle kalt habe und ich fange die an zu laden mit dem Ladegerät, dann geht der Strom ja nicht in die Zelle,
Das ist richtig, weil die sind kalt. Sondern dieser Strom geht in die Heizmatten. Weil aber die Temperatursonde an der Heizmatte dran ist, ist die Sonde relativ schnell warm, die Zellen noch kalt und dann wird geladen, was an sich ein Fehler ist. Die Zellen müssen warm sein, dass ihr die Zellen laden könnt, weil sonst gehen die Zellen kaputt. Das muss man wissen und wenn man das weiß, dann ist das okay. Wir gehen hier wieder das App. Und zwar muss ich hier wahrscheinlich kurz aktualisieren. Wir haben dann hier eine Temperatur vorne angezeigt. Das ist also die Temperatur vom BMS, 17,5 Grad. Und wenn ich hier auf Benutzer gehe, sehe ich unten die Temperatur an der Wand dieser Batterie ist 1,7, 1,6 Grad. Das heißt, wenn ich die Batterie in der Tiefkühltruhe habe oder draußen stehen habe, in einem Batteriekasten, also nicht im Fahrzeug drin, ich fahre, die Batterie ist geheizt durchs Laden, durchs Ladebooster, ist die Batterie geheizt und dann lasse ich nicht eine Lampe brennen, sondern die Standheizungsgebläse, das sind 5 Ampere, 4,5 Ampere. Dann habe ich einen realistischen Verbrauch und irgendwann ist die Batterie ausgekühlt. Und wenn wir dann auf liontron.de finde ich ja keine Datenblätter über die Arktik, sondern ich finde nur die Datenblätter über die normale 100 Ampere Stunden Batterie. Und hier steht, wenn wir uns das jetzt zu Gemüte kriegen, Temperatur entladen, minus 20 Grad bis plus 60 Grad. Das Datenblatt verlinke ich euch logischerweise unten. Also das heißt, die normale Batterie geht bei minus 20 Grad aus. Das heißt, ich kann hier den Strom rausziehen, minus 20 Grad. Bei der Arktik wird behauptet, dass diese Batterie bis minus 30 Grad geladen und entladen werden kann. Ja, laden zuerst mit Heizen, okay, und dann laden. Aber entladen habe ich ja keine fremde Energie mehr. Das heißt, die Batterie hier müsste jetzt geheizt werden, nur mit der eigenen Saft nicht mehr, sondern die heizt nicht und kühlt aus. Und wenn ich dann da wieder das komische App rausnehme, alle Apps sind komisch, ich habe es nicht so mit dem PC. Ich muss hier wieder zurück auf Normal, dann kann ich hier aktualisieren, wenn es nicht selber macht. Und jetzt habe ich eine Temperatur innen drin vom BMS von 15,9 Grad, das hat sich jetzt ein bisschen abgekühlt. Und wenn ich dann hier unten wieder zurückgehe, nicht auf Statistik, sondern auf Benutzer. Und die Temperatur hier, die Temperatur hat jetzt an der Wand minus 7,3 Grad. Ihr seht, da hinten die Lampe brennt noch. Ich behaupte jetzt einfach, die Batterie geht irgendwann aus, weil sie zu kalt ist, und zwar nicht die Kerntemperatur, sondern die Wandtemperatur, weil eben diese Sonde an der Wand ist. Und wenn die halt draußen steht, hier in meiner Tiefkühltruhe, ja, dann ist das so. Die einen sagen dann, ja, ich mache die Batterien schlecht, weil ich ja eigene verkaufe. Das verlinke ich euch auch unten dran. Was ist der Unterschied zwischen der eigenen und der Liontron? Ich bin relativ ein treuer Käufer, wenn es um Lieferanten geht. Ich habe seit Jahren die gleichen Lieferanten. Aber bei Liontron war natürlich letztes Jahr das Problem, die konnten nicht liefern. Die konnten nicht liefern und wieder nicht liefern. Das ist ein Luxusproblem, aber das hatten sie. Wie es jetzt aussieht, weiß ich da nicht,
Also habe ich mir rumgeguckt, was gibt es eine andere Alternative und habe jetzt eigene, aber da habe ich jetzt nur zwei Sorten, eine 100 Ampere und eine 150 Amperestunden. Und jetzt ab April kriege ich noch eine 200 Amperestunden. Aber wenn ich das Programm von Liontron angucke, das ist gewaltig. Ich habe eine kleine 10 Amperestunden bis hoch zu 200 Amperestunden. Ich habe die Untersitzbatterien, ich habe 12 Volt Batterien, ich habe 24 Volt Batterien, weil ich kann ja die Batterien nicht in Serie schalten. Das heißt, ich kann für eine 24 Volt Anlage keine zwei 12 Volt Batterien verwenden. Hopp, hopp, habt ihr gesehen? Das Licht ging aus. Und zwar habe ich hier, müssen wir wieder zurück, wir haben jetzt aktualisieren hier auf diesem App. Ich habe eine Temperatur von 15,6 Grad und wenn ich jetzt hier wieder auf Benutzer gehe und mir die Temperatur hier anschaue, 7,9, nochmals zurück, hier nochmals aktualisieren, 15,6 Grad wieder hier drauf. Und ich habe hier eine Temperatur von 10,7 Grad an der Wand. Bei 10,7 Grad ging diese Temperatur aus und ich habe hier noch wieder zurück. Ich habe es nicht so. Das BMS ist aktiv. Also. Aber ich kann hier nichts runterziehen. Ja, jetzt kam es. Entlade Untertemperatur, schreibt das BMS. Oder das App oder das, was dahinter steht. Das heißt, diese Batterie geht bei minus 10 Grad Wandtemperatur aus. Jemand verarscht euch hier? Klar, das bin ich. Die Kerntemperatur der Zellen ist immer noch warm. Also man könnte immer noch Energie rausziehen. Aber da die Wandtemperatur gemessen wird, die Elementtemperatur, also die Heizelementtemperatur, geht das nicht. Ja, minus 10 Grad ist die Arktik Sense lustig, fertig, da kommt nichts mehr. Jetzt kann man die natürlich laden, heizen, ganz klar, dann funktioniert die wieder. Es passiert nichts. Die Batterie geht nicht kaputt, auch wenn ich die hier bei minus 25 Grad jetzt richtig runterkühle. Ich bin immer noch Fan von den Liontron Batterien, Riesensortiment, gute Batterien. Ich habe die auch fast alle am Lager, bei den Arctic und den kleinen und den 24 Volt Hubbots. Ihr könnt mich anfragen und vor allem zurzeit mache ich eine Aktion auf meinen Batterien, das haben wir jetzt auch gedehnt aus die Liontron, wenn ihr vorbeikommt bis Ende Februar mit eurem Wohnmobil, dann wechseln wir euch die Batterie direkt vor Ort, also bei uns. Das ist ein Aufwand, je nachdem, eine Stunde, teilweise muss man Sitz ausbauen. Ich habe ein Video gemacht, Untersitzbatterie, das verlinke ich euch, ausbauen. Da müsst ihr den ganzen Sitz rausnehmen, dass ihr an den Batterien dazu kommt. Ja, die Aktion gilt immer noch. Wir wechseln euch ohne Aufpreis die Batterie im Wohnmobil. Das soll es gewesen sein. Ich mache weiter Videos. Nächstes dann wahrscheinlich Kochen mit Peter. Wir kochen mit der Batterie ein bisschen irgendwas. Keine Ahnung. Wir sehen das noch. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt mir treu und bleibt gesund.